Hallo und herzlich willkommen wieder zu unserer Tippsendung von OneXU.com mit mir Alexander Kaiser mit den Expertentipps. Ja, und diesmal starten wir am Freitag in Köln, denn endlich sind die Boxen wieder auf. Es geht ja schon los am Donnerstag in Hannover, tolle Rennen da, also endlich öffnen sich die Tore wieder für die Galopprennen. Also Freitag Köln, da habe ich zwei Rennen rausgesucht. Und dann am Sonntag natürlich das Dr. Busch Memorial in Hoppegarten. Hoffentlich findet das auch statt. Aber wir hoffen, dass es dann endlich für alle Bahnen soweit ist. München leider abgesagt am Samstag. Bei den Bayern, da dauert es noch ein bisschen. Aber in NRW und auch Richtung Berlin, da geht es auf. Dann springen wir mal rein ins Programm. Freitag in Köln. Ja, das Rennen geht schon mittags los hier. Also die Rennen sind schon früh unterwegs, also seien Sie bereit. Wir gehen erstmal rein ins ehemalige Bavarian Classic, jetzt Cologne Classic, Gruppe 3, über 2100 Meter. Ja, und hier haben wir den aktuellen Derby-Favoriten am Ablauf, Wonderful Moon. In Krefeld zeigt er seine ganze Stärke, gewann gegen Schwesterherz. Ja, überlegen mit 12 Längen und von ihm wird sehr viel erwartet in dieser Saison. Und wir sind alle gespannt, wie er aus der langen Pause kommen wird. Soul Train ist aber ein ehrenwerter Gegner aus dem Bühlerstall. Das muss man sagen, war Zweiter im hochdotierten Ferdinand Leisten Memorial. Das war in Baden-Baden und gewann danach ein Auktionsrennen in München. Und er kann dem Favoriten durchaus Paroli bieten. Grosser Jack aus dem Stall von Waldemar Hixt, kommt aus einem prominenten Stall, aber er muss erstmal seinen Maidensieg in dieser Klasse bestätigen. Near Poet war über 15 Längen zuletzt hinter Wonderful Moon und eine Formumkehr ist nur schwer zu denken. Ja, mit Soul Train hat Wonderful Moon einen echten Brocken hier für den Saisonauftakt gefunden. Doch es werden natürlich Wunderdinge aus dem Stall von Henk Grewe erzählt über Wonderful Moon. Für mich ist der Einlauf eigentlich in Stein gemeißelt. Wonderful Moon gewinnt sicher vor Soul Train. Dann geht es weiter in den Karl-Jaspers-Preis Gruppe 2, 35.000 dotiert, 2.400 Meter die Derby-Distanz. Ja, Henk Grewe sattelt hier den Favoriten. Be My Sheriff lief zuletzt eigentlich immer brav mit, konnte nur einmal gewinnen im letzten Jahr, war sehr oft platziert, immer vorne dabei und ich denke mal, er wird sicherlich unter die ersten drei laufen. Aschruhn hier aus dem Wöhlerstall hat eine steile Karriere hingelegt. Zunächst gelang ihm ein Sieg in Deauville, danach ging es gegen ganz andere Konkurrenz, war Fünfter in einem 3000 Meter Rennen, das war in Gruppe 2 in Frankreich, da waren ganz andere Pferde unterwegs. Und danach ein dritter Platz im großen Preis von Bayern. Auch dieses Rennen hier war ganz stark und er lief sehr, sehr gut. Er scheint immer besser zu werden. Ein tolles Pferd, von dem wir noch in diesem Jahr viel sehen werden. Von, das Pferd hier von Blume oder auch Wau genannt, gewann in einer Midi-Veranstaltung in Frankreich sein Maidenrennen mit 12 Längen hoch überlegen. Bei dem weiß man natürlich nicht so richtig, wo man ist, aber er steigt jedoch schon sehr stark in der Klasse und die Distanz ist auch sehr kurz für seine Verhältnisse. Windstoß, der Derby-Sieger aus dem Jahre 2017, hatte nur zwei Starts in 19, lief dort aber durchaus ansprechend, ohne jetzt wirklich zu überzeugen. War auch schon mal hinter Beamer Sheriff 4 Längen, also da denke ich mal auch nicht an eine Formumkehr. Aber die Pferde sind alle, ja, kommen aus der langen Pause, da ist natürlich viel möglich. Tolles Gruppe 2, aber Aschruhn ist das Pferd mit dem größten Potenzial hier nach oben und ich hoffe, er hat nochmal einen Sprung gemacht. Und für mich eigentlich ganz andere Ware gegen diese Konkurrenz. Aschruhn im Karl-Jaspers-Preis. Mein Tipp am Freitag in Köln. Und dann geht es weiter zum Sonntag nach Hoppegarten. Das Dr. Busch Memorial prädestiniert ein tolles Rennen für Dreijährige. Und hier haben wir ein weiteres Pferd, was im Derby ja nicht kurz steht. Steht über 200 bei den Buchmachern. Aber er ist hier der klare Favorit. Rubaiyat gewann das Grand Criterium in Mailand hoch überlegen. Davor den Preis des Winterfavoriten gegen Steigefährte Wonderful Moon. Weiterhin ungeschlagen das Pferd und zu Recht der Favorit. Zavaro gewann ein Auktionsrennen, musste danach auf schwerer Bahn in Baden-Baden passen, hat aber schon einiges an Erfahrung gesammelt und sollte ja durchaus nach vorne laufen können. Fearless King ist für mich der Hauptgegner von Rubaiyat, hat in Riem sogar Wonderful Moon geschlagen. Das war ein Rennen, wo nur Debütanten liefen. Da lief er sehr, sehr grün. Wonderful Moon stand sehr kurz am Tote und da wurde sehr viel Geld verloren. An diesem Tag kann ich mich noch erinnern, an dem schönen Sommertag in München. Danach ging es nach Baden mit Fearless King. Da wurde Reiter Gerard Mosse verpflichtet, stand nur 68 am Toto.
trat dort gegen Alshorn an, das Pferd ja von Schlendehahn, der danach in Paris auftrumpfte, der danach ein Gruppe 1 sogar gewonnen. Also, Felis King hat gute Pferde gesehen, ganz interessantes Pferd. Ich bin mal gespannt, ob er Rubaiyat hier Paroli bieten kann. Für mich hier Rubaiyat ein Elfmeter, aber mit Torwart. Der Torwart ist Felis King. Einlauf hin und her für mich. Felis King, Rubaiyat 1-2 und dann sollten sie auch an der Auszahlkasse stehen. Ja, das war sie schon wieder mit unserer Tippsendung. Ich bin Alexander Kaiser und wünsche natürlich ganz viel Glück beim Anlegen Ihrer Wette an diesem Wochenende. Bis dann, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund. Tschüss.